machen, oder? Jetzt wollte ich hier gerade noch von der Paul Daly Band sprechen. Mache ich ganz kurz noch, Herr Renter. Meinung ganz kurz. Am 8. November sind Sie übrigens auch im Killian's Irish Pub, also in deinem Pub, gell? Am 23. November tief im Wald auf dem Tollwood Festival. Komm auch schon mal da, genau. Und nochmal ein Charity-Konzert, Christmas-Charity-Konzert am 11. Dezember in Ludwigkirche in München. Also schon mal vormerken. So, jetzt ist er ja schon da, Oberbürgermeister Dieter Reiter, meine Damen und Herren. Des Öfteren auf der Wiese begegnet, da habe ich für Arabella, ja nur beruflich natürlich, nur beruflich, habe ich für Arabella Schützenfestzelt das Wiesenstudio moderiert, habe extra von zu Hause eine Gitarre mitgebracht, da ich ja weiß, unser Herr Reiter ist sehr talentiert. Aber aus Zeitmangel hat er leider nicht gespielt, vielleicht lag es in meinem Schaf, ich weiß es nicht. Nein, das ist aber wichtiger, dass wir nur irgendwas als Gitarre zu spielen. Aber ich bin froh, dass wir heute Abend Zeit gefunden haben. Ist es eigentlich so, ist es Voraussetzung, künstlerisches Talent zu haben, um Oberbürgermeister München zu werden? Denn unsere Oberbürgermeister sind irgendwie immer alles so talentiert, Kabarettisten, Musiker. Ist es so? Also ich weiß nicht, ob ich künstlerisch talentiert bin. Ich habe immer gern Musik gemacht und Sie werden sie erleben. Im positiven oder auch im negativen Sinne? Genau, so ist es. Auf jeden Fall für einen guten Zweck. Die Zusammenarbeit mit der Paul Daly Band zustande gekommen. Ich glaube, es hat euch begegnet in der Kinderklinik, oder? Also ich war zu Besuch in der Schwabinger Kinderklinik und habe die tapferen Kinder, die krebserkrankt sind, dort gesehen und war eigentlich wirklich tief berührt und war von dem Moment an eigentlich überzeugt, dass wir alles tun müssen, um auch die Kolleginnen und Kollegen, die ich auch ganz herzlich begrüßen will, die zahlreich da sind, einfach zu unterstützen und da tut uns jeder Euro gut und dann habe ich leichtfertig das getan, was ich ab und zu so mache. Einfach gesagt, ja, dann machen wir doch mal was gemeinsam. Und das war auch noch weit weg, über fast ein Dreivierteljahr. Ich dachte, ja, das machen wir schon. Und jetzt ist es halt soweit. Und wir haben tatsächlich eineinhalb Mal geübt, lieber Paul. Aber ich bin umzingelt von sauguten Musikern. Und Sie werden sehen, das merkt man gar nicht so genau. Und wenn wir, wenn Sie mir erlauben, einen Satz, wenn wir, also, wenn es mal ein bisschen schräg klingt, dann ist es Absicht. Weil wir wollen Ihnen ja, also ich bin ja derjenige, also coole Musik gibt es, tolle Musiker und mich. Und ich bin derjenige, der Ihnen näher bringt, dass das ein Charity-Abend ist. Weil wenn Sie nur perfekte Performance sehen, dann kommen Sie ja nicht darauf, dass das Charity ist, aber es ist heute Charity und Sie werden es erleben. Und wir freuen uns drauf.
Danke. Thank you.
Ja, ja, jetzt halte ich mich wieder als ein Mark Knopfler-Fan, allerdings nur beim Zuhören. Leider nicht beim Gitarre spielen, aber was nicht ist, kann er so mit 70 dann noch werden. Mehr üben, dann wird es schon. Ja, jetzt singen wir ein Lied, das ich persönlich gerne mag. True Love Will Never Fade heißt es, von Mark Knopfler, ist ein bisschen ruhiger. Kommt man natürlich auch näher. Schauen wir mal, wenn das Ding irgendwie mir doch noch in den Griff kriegt, aber es tut immer nicht das, was ich will, das ist immer so bei PCs. Ich dachte, das ist nur bei städtischer Software so.
Thank you.
damit sie nicht alle einschlafen, machen wir jetzt noch ein bisschen schnelleres.